Ja, wir sind heute hier am Set von Hausen, einer neuen Sky-Horror-Serie. Worum geht's denn dabei? Warum wird Hausen gruselig? Weil hier in dem Haus von Hausen sich Wände bewegen, weil das Haus lebt, atmet und blutet, aber kein rotes Blut, sondern schwarzes Blut. Die Dinger sind so Gummischläuche drin, das heißt, wir können das so zum Wabern bringen. Und das sind eben so die Ausdünstung, Reaktionen des Hauses auf bestimmte Dinge, die dann wiederum je nach Zustand, je nach Phase in der Geschichte ein anderes Ausmaß haben. Weil Kinder in Wände reinrennen, aber wenn man hinterher rennt, rennt man gegen die Wand, weil Tote wieder auftauchen und sich wirklich einmischen in das, was passiert, das Geschehen verändern, beeinflussen. Und weil jeder, der hier lebt in diesem Haus, irgendwann, wenn er nicht die Tür fest von innen verriegelt, sich seiner selbst nicht mehr sicher sein kann. Es wird wirklich sehr gruselig. Gilt das auch für Ihre Rolle? Wen spielen Sie? Ich bin der neue Hausmeister. Also ich spiele den neuen Hausmeister Jacek Grundmann. Der Name ist Programm. Ein Mann, der mit beiden Füßen auf der Erde steht und eigentlich für alles eine sehr praktische Antwort parat hat. Und auch diesem Mann, trotz aller Versuche, eisern seinen Job als Hausmeister durchzuziehen, alles zu reparieren, dass alles wieder heile wird, dieser Mann wird heimgesucht, auch von Ängsten, von Toten, von Stimmen. Irgendwann traut er sich selber nicht mehr. Er wird mehrfach versucht, umzubringen. Er überlebt immer wie durch ein Wunder. Am Ende weiß man auch warum, weil es gar nicht darum geht, ihn zu vernichten, sondern eher sich mit irgendwas zu befassen. Aber bis dahin hat man mehrfach das Gefühl, das war's. Der Jacek ist raus aus der Serie. Heute ist der 35. Drehtag. Mhm. Was wird denn heute gedreht? Heute zeigt mir mein Sohn Juri, gespielt von Tristan Göbel, eine Stelle, wo er, also ein Baby wird vermisst in der Serie. Und er meint es gefunden zu haben, hinter einer Wand, wo ein Loch drin ist. Und er holt seinen Vater, den Erwachsenen, der ihm dabei helfen soll, diese Wand ein bisschen weiter auszuschlagen, damit wir das Baby retten können. Und dann kommen wir an dem Ort an und die Wand ist wieder zu. Und zwar so, als wäre sie nie offen gewesen. Und jetzt müssen wir versuchen, sie zu öffnen. Das gelingt uns auch. Nur ist da nichts. Da ist weder ein Baby, noch ein Rottweiler, noch sonst. Aber es ist einfach nur ein leerer Raum. Und es ist irritierend, weil der Zuschauer und der Junge wissen, dass der Junge recht hat. So, was ist da los? Hier ist die Szene, wo der junge Vater mit seinem Baby den Müll wegwerfen wollte. Man weiß es nicht. Er liegt hier unten, er wird wieder wach. Das Baby ist weg. Das Babytuch liegt noch an der Kante. Schwupp, und es ist weg. Hier drüben sind wir in der Wohnung von Freke. Freke hat sehr viel mit Tieren zu tun. Liebt Amphibien, hat einen Rottweiler, hat viele andere Tiere. Die sind im Moment gerade noch nicht dran. Und der ist so in seiner ganz eigenen Zeitschleife hier drin und hat so seine eigenen Welten. Wir haben hier die verschiedenen Flure, die wir in unterschiedlichen Zuständen haben, je nach Verwahrlosungszustand oder je nachdem, wer da wohnt. Die einzelnen farblichen Absetzungen sind die verschiedenen Wohnungen der einzelnen Protagonisten. Und wir erzählen ja das Labyrinthische dadurch, dass wir eben hier auch in den, dass wir wirklich im Kreis laufen können, ne? Dass wir uns verlaufen können, dass man denkt, irgendwie, ich bin doch hier gerade lang gegangen und ich bin trotzdem wieder am gleichen Ort. Und wir haben Doppelbelegung, wir erzählen natürlich verschiedene Stockwerke von den Fluren, aber haben die halt jeweils wieder separiert und angrenzend, sodass wir eben auf einer Etage letztendlich 14, 15, 16 Stockwerke erzählen können. Irgendwas sitzt hier im Haus. Es beobachtet uns. Es verändert die Menschen. Es verändert dich. Etwas hat versucht, mich umzubringen. Etwas Böses. Wenn du für etwas Angst hast, dann musst du dich mit ihm verbünden.